kommen hier zum letzten Tag aus München. Wir packen jetzt gerade hier das Handgepäck rein, wo jetzt hier zum Beispiel mein Laptop drin ist. Mein Bruder macht sich hier hinten hier schön Platz. Wir tanken das Auto jetzt gerade noch voll. Ja, hier hinten hat sich, wenn ihr das sehen könnt, ziemlich breit gemacht hinten. Die ganze Bank für sich alleine. Ich habe hier unten meinen Laptop stehen. Blood in the wind, dust in the sky. The daylight's burning down. The end closing in, one breath at a time. No one can save me now. But out of the dark, a force will emerge. And it won't back down. We are where we are, the edge of the earth. We're only one way out. So rise up, stand tall. We can siphon the fire from the sun. Mit dem Schnitt. Einmal kurz, tut mir leid, dass der Vlog etwas später kommt. Und zwar lag es daran, dass wir an dem Tag, als wir nach Hause gefahren sind, waren wir noch bei meiner Oma essen. Dann nach Hause, dann habe ich die Hälfte ungefähr geschnitten gehabt und dann bin ich so müde gewesen. Es war noch 1 oder 2 Uhr sind es dann gewesen. Ja, 1 Uhr. Und dann hab ich mich schlafen gelegt, habe bis 12 Uhr oder so habe ich gepennt. Dann habe ich mich nachmittags noch mit meiner Freundin getroffen. Ja, ich hoffe, euch haben die 7 Tage gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ja, während der Autofahrt, wir haben insgesamt mit 3 Handys die ganze Zeit so Timelapse gemacht. Insgesamt habe ich 23 Stück, 19 habe ich jetzt noch. Ich habe ein paar mit ins Video getan. Es sind halt noch einige übrig, aber das wären echt zu viele Timelapse in einem Vlog. Ich finde jetzt persönlich auch, dass ich hier vorne, das hier ist alles mit Musik gehabt jetzt, dass es schon etwas zu viel ist und ich während der Fahrt eigentlich gar nichts gesagt habe und nichts erzählt habe und alles, haben eigentlich... War so ein paar Ausblicke jetzt auch auf der Autofahrt, wo wir so viel an
Bergen oder so im Hintergrund so schön gesehen haben, was zum Teil auch echt geil ausgesehen hatte, dann ist er hier recht früh eingeschlafen, wo ich auch eine kleine Szene im Video hatte. Ich bin auch während der Fahrt kurz eingeschlafen, wo ich dann auch nichts gefilmt habe. Die Woche war eigentlich so echt eine coole Woche und ja, am ersten Tag sind wir dann halt auch um 1, 2 Uhr oder so sind wir losgefahren, sind dann da auch zum Frühstück pünktlich in München angekommen, sind dann noch in die Stadt gefahren, wo ich meine Kamera vergessen habe. Am zweiten Tag sind wir dann, glaube ich, erneut in die Stadt gegangen, wo ich dann mal an meine Kamera auch gedacht habe, wo ich so ein paar Ausschnitte gesehen habe, zum Beispiel aus vom Brunnen, was ich versucht habe, so eine Nahaufnahme. Am dritten Tag sind wir im Zoo gewesen, wo es dann eigentlich ziemlich pervers voneinander ging. Am vierten Tag, sind wir auf der Our Adult gewesen, wo ich echt wenig gefilmt hatte. Am fünften Tag sind wir dann im Deutschen Museum gewesen. Am sechsten Tag hatten wir den Tag am Starnberger See hieß der so. Ja, Starnberger See. Wo ich auch erst gegen 17 Uhr oder so angefangen habe zu vloggen. Am siebten Tag sind wir dann durch den Regen stolziert. Haben mit den Eltern von Sandra sind wir dann frühstücken gegangen, sind. Dann bin ich mit meinem Bruder in dem Olympia-Einkaufszentrum gewesen, wo wir uns dann aber doch später dafür entschieden haben, doch nicht so lange zu gehen. Ich habe mir im Jack & Jones 2 T-Shirts geholt. Die Woche an sich war eigentlich echt cool. Ich habe jetzt erstmal so richtig da reingeschnuppert, wie es ist, 7 Tage oder 8 Tage hintereinander zu vloggen und die Videos zu schneiden. Bis auf jetzt, da habe ich mich, ich war so platt, ich bin schlafen gegangen, habe so gut wie nichts mehr gemacht, ich habe die Hälfte nur geschnitten. Und jetzt mittlerweile ist auch schon Montag. Wir werden jetzt, also heute dann, durch den Burgauerwald Pokémon Go spielen. Da werde ich auf jeden Fall auch einen Vlog draus machen. Jetzt in den Ferien, also jetzt die restlichen Wochen der Ferien, ich glaube, es sind noch 2 Wochen oder so. Ist noch nicht wirklich, also nicht mehr so wirklich was in Planung. Wir werden ja morgen Pokémon Go spielen, durch den Burgauerwald spazieren gehen. Ich werde dann auch den Vlog für heute beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich werde dann natürlich so schnell wie möglich versuchen zu antworten. Ansonsten bis morgen. Ciao.